dass nicht jeder dieselben Chancen auf Bildung hat, aufgrund ihres Statuses, ihrer Herkunft oder ihrer finanziellen Lage. Mit Verfinder der App wollen wir Vorurteile aus dem Weg schaffen und unserer Zielgruppe die Möglichkeit mit der Matching-Idee bereiten, dass sie Leute kennenlernen, egal ob sie arm, reich oder aus der Mittelschicht kommen, egal woher sie kommen, so ob sie Türke, Kurde, Deutsche, was auch immer sind, dass sie sich einfach kennenlernen können, ohne diese Hintergrundgedanken, okay, ja, so und so. Genau, unsere allgemeine Vision ist also, wir wollen, dass alle dieselben Chancen bekommen, egal welchen Status sie haben. Jedoch soll Verfinder nicht nur für Schüler unter sich dienen, sondern sollen auch die Schüler mit Profis fördern, die zum Beispiel Stipendien oder ähnliches anbieten. Wir sind Emily, Nazar und Umut und wir brauchen eure Hilfe. Also wir haben durch Hilfen haben wir eine App-Idee entwickelt und zwar sollte man mit Sponsoren, die natürlich die Interesse haben, an ärmeren Ländern zu spenden. Also man hat eine Liste von Sponsoren, die man sich aussuchen kann und durch spielerisch Lernen oder einfach mit Zeit vertreiben, sollte man Punkte sammeln durch dieses Spiel und diese Punkte werden dann in Geld gewechselt und somit kann man das auch spenden an UNICEF, WWF oder weitere Organisationen. Die App ist für Jugendliche und auch Erwachsene geeignet und natürlich brauchen wir auch Sponsoren, die uns beim Finanzieren von Informatikern helfen oder technischen Designern. Und natürlich brauchen wir auch Sponsoren für die App, also die sich dann dazu bereitstellen, in der App als Sponsoren dann zu spenden. Das können natürlich Schulen sein, das können natürlich auch Unternehmer sein oder Allgemeinunternehmen oder halt auch kleinere Sponsoren wie zum Beispiel Elternvereine. Und ja, und natürlich, wie wir Werbung machen wollen, ist natürlich durch Mundpropaganda. Wir wollen aber auch die App in den Schulen vorstellen oder halt auch auf Social Media. Und die App, die wir entwickeln wollen, die als Jugendliche heißt? Die App soll Hack the World heißen. Das bedeutet Heal. And Create the World. Ja, das ist es. Mit unserer App können Sie Betroffene anonym Beschwerden einlegen und für 1 Euro im Monat auch Beratung bekommen. Diese Beschwerden leiten wir dann die Firma weiter, die CRO. Und wenn viele Beschwerden auf einmal kommen, veranstalten wir auch Seminare und Teambildungsaktivitäten. Das Besondere ist halt wirklich, dass es anonym ist und dass diese Anonymität auch wirklich gewährt wird. Außerdem ist es so, dass wir wirklich mit den Firmen ins Gespräch kommen und versuchen mit den Firmen zusammen Lösungswege zu diesem Problem zu finden. Wir wollen unsere App durch Mundpropaganda, Flyer, soziale Medien und örtliche Presse bekannt machen. Ein Pluspunkt ist auch, dass in diesem Gebiet noch keine App gibt und wir auch keine Konkurrenz damit haben. Für diese App brauchen wir einen professionellen App-Entwickler und wir brauchen ein Startkapital von 10.000 Euro, dass wir alles erst finanzieren können. Wir denken, dass es mit unserer App Menschen leichter fällt, sich zu beschweren und Beratung anzufordern, falls dies nötig ist. Problem am Arbeitsplatz? Application. Alle Leute, die schwul, lesbisch oder sich als etwas anderes identifizieren, als was sie geboren wurden, sind psychisch krank. Wer sich nicht behandeln lassen lässt, soll umgebracht werden. So sehen es viele. Aber warum sehen es solche Leute? Warum ist das so? Weil ganz viele Menschen Angst vor Veränderung haben, Angst vor etwas anderem. Doch manchmal ist diese Veränderung was Gutes, manchmal ist diese Veränderung wichtig. Und deswegen will ich jetzt darüber reden. Ich bin Osamui und möchte euch weismachen, dass Veränderungen nicht was Schlimmes sind. Jährlich werden Menschen umgebracht, weil sie schwul sind, weil sie lesbisch sind. Und vor allem ältere Leute verstehen nicht, dass es nicht Schlimmes ist, denn die haben schon eine eigene Meinung. Und die haben sich schon in den Kopf gesetzt und man kann die nicht mehr beeinflussen. Doch deswegen ist die Zielgruppe halt für Jugendliche, weil man kann die noch beeinflussen. Die haben noch nicht so eine starke eigene Meinung und deswegen hatte man da noch eine Chance. Denn 2020 ist auch das Jahr für Veränderung. Eine Gleichgeschlechterhochzeit, eine Hochzeit, also die, wenn ich zum Beispiel ein Mädchen heiraten würde, ist nur in 28 Ländern erlaubt.
Also wenn man es nochmal richtig sehen möchte, es gibt 194 Länder auf dieser Welt. Und nur in 28 Ländern ist eine Hochzeit erlaubt, also von Gleichgeschlechtern. Damit manche Menschen auch verstehen, dass die normale Menschen sind, kamen wir dann mit der Idee, dass man wöchentlich ein Treffen veranstalten würde, wo man dann ein T-Shirt bekommt für 2,50 € und man kann man dann in diese Bars oder wo auch immer das wäre, reingehen und dann seine Zeit dort verbringen, um mit anderen Leuten auch reden zu können und sich einfach nur normal zu fühlen und alles. Das wäre auch auf Spendenbasis und ja, das war's. Los geht's? Ja. Super. Das soll dazu führen, dass Jugendliche einfach ins Gespräch kommen, sich gemeinsam austauschen über ihre Kultur, Religion, Herkunft und alles andere. Das soll einfach nochmal für die Weltoffenheit führen. Unsere Marktstrategie dabei hierbei ist, dass wir das in Social Media so gut wie es geht verbreiten wollen, sodass alle Jugendlichen davon mitbekommen. Und man stellt sich jetzt die Frage, warum sollten wir die App entwickeln? Nun ja, wir sind die Zukunft und wir sind die Leute, die die Zukunft formen werden. Wir wollen, dass es keine Vorurteile gegen Menschen gibt, die nicht der Norm entsprechen. Alle Menschen sollen in unseren Augen gleichgestellt werden. Es soll eine einzigartige App werden mit einer Spielfunktion, die es davor nicht gab. Sie wird speziell, weil wir es entwickeln werden, wir Jugendliche für euch Jugendliche.